Ich muss so in Schräglage sein, dann ist mein Tank nicht mehr leer. Irgendwo fühle ich das schon. Und ich muss sagen, Jungs, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist nicht schlau, dieses Bike zu holen. Oh mein Gott, da ist der 250er. Weg mir doch zu, du... Digga, ich habe safe 5 Kilo Chili gemacht. Für mich. Ach ja, YouTube. Guten Morgen. Wir sitzen im Stau und wir sind hinter einem A45. Und es ist nicht einfach irgendein A45. Es ist nicht einfach irgendein A45. Es ist der A45 von der Setting Crew. Leider gibt der Junge kein Gas. Was mich ein bisschen traurig macht. Weil das Ding sich komplett geistesgestört anhört. Also da sitzt irgendein ganz junger Typ drin. Einer, den man, glaube ich, nie in Videos gesehen hat. Deswegen werde ich jetzt auch nicht sein Gesicht zeigen. Aber er gibt kein Gas. Naja, YouTube, was geht bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es, wie immer, blendend. Ich habe leider nichts zu erzählen, weil jetzt die ganze letzte Zeit ist halt nichts passiert. Also, außer das Wetter. Über das Wetter können wir eigentlich jeden Tag lästern. Es ist absoluter Müll. Jetzt die letzten 2-3 Tage war es schön. Heute ist der letzte schöne Tag und dann regnet es wieder eine Woche durch. Dann werden wir wahrscheinlich wieder in 2 Wochen oder so schönes Wetter haben für 2 Tage und dann regnet es wieder. Also es ist der beste Sommer, den ich je in meinem ganzen Leben hatte. Das ist auf jeden Fall. Und ich sehe schon, dass ich auch von der linken Spur rechts abbiegen dürfte, oder? Oh nein! Mein Tank! Ist nicht irgendwo eine Tankstelle? Bin gerade sehr unsicher. Ich glaube schon. Die Frage ist nur, ob ich auch dahin will. Aber ich weiß, dass die Preise da minimal höher sind als überall anders auf der Welt. Mann! Ich hab... Ah, ne! Jetzt! Ich muss nur in Schräglage sein, dann ist mein Tank nicht mehr leer. Ja, schau. Passt doch. Ich muss noch nicht tanken gehen. Mann, ich wollte gestern eigentlich, aber ich hatte keinen Bock. Und jetzt musste ich, obwohl ich jetzt noch weniger Bock habe. Ja, genau. Fahrradfahrer. Fahr über Rot. Juck dich nicht. Du bist der Fahrradfahrer. Und dann mein Kopfhörer ist locker geworden. Oh, es fühlt sich so awkward an. Also ich höre zum Glück noch was, aber... Nee, Mann. Nee, Digga. Der Kopfhörer steckt halt einfach nicht drin, sondern er liegt jetzt mit dem Ohr. Oh, das kitzelt ein bisschen. Oh, nein. Oh, nein. Ich will nicht stehen bleiben, das richten, aber ich glaube, ich muss. Warte ich? Ja, nein. Nee. Hab ich eigentlich schon gesagt, dass es mir unglaublich heiß ist? Ich glaube nicht. Da steht so ein Alpine oder wie die heißt, so eine Alpine. Keine Ahnung, das Ding von Renault auf jeden Fall. Irgendwo fühle ich das schon. Also es sieht jetzt nicht kacke aus. Ist halt brutal teuer, glaube ich. Und am Ende hast du noch einen Clio-Motor drin, oder? Ich glaube, ich habe das letzte Mal gegoogelt und ich war schon ein bisschen enttäuscht davon. Immer wenn ich hier entlang fahre, muss ich mich zurückerinnern, dass ich mich ja mal für einen Führerschein angemeldet habe und bis heute immer noch keine Rückmeldung davon bekommen habe. Der ist viel zu heiß für ein Visier. Tut mir leid, jetzt wenn der Sound ein bisschen abspackt, aber mein Gott, ich kann nicht fahren. Aber wenn wir schon beim Thema neuer Führerschein sind, das geht natürlich gleich über zu neues Bike. Größeres Bike. Und ich muss sagen, Jungs, ich habe einen Fehler gemacht. Einen ganz, ganz... Digga, fährst du auch oder... Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Nämlich habe ich angefangen, Videos zu schauen über die H2. Und das ist nicht gut. Ich hätte nicht damit anfangen dürfen. Digga, es ist schon wieder was in meinen Helm reingeflogen. Das ist so unnormal. Das gibt's nicht. Ohlala. Bei der H2 bin ich stehen geblieben. Es ist nicht gut, wenn ich mir solche Videos anschaue. Weil ich immer mehr Gefallen an diesem Bike finde. Und ich weiß, es ist nicht schlau, dieses Bike zu holen. Es ist alles andere als schlau, eine H2 zu fahren. Krieg ich auch einen gelben Pfeil, grünen Pfeil? Alles klar, wir fahren einfach rüber. Und jetzt? Irgendwas macht ganz komische Geräusche an meinem Bike. Irgendwas sagt mir, dass es nicht mehr lang leben wird. Oh nein! Tankanzeige! Geh aus! Och nö, ja genau so. Bleib einfach so. Digga, ich hab keine Ahnung, Mann. Vielleicht ist es auch einfach nur ihr Zeichen, dass sie mehr Benzin braucht. True Story übrigens, gell? Wenn der Tank voll ist, macht sie weniger Geräusche, als wenn er leer ist. So müssen wir tanken fahren. Mensch, Bike. Was bist du für ein Ding, dass du voll einen Tank brauchst, damit du normal fährst? Oh mein Gott, da ist der 250er! Weg mir doch zu, du das gleiche Bike oder wiegt mir nicht? Einfach unsozial sowas. Das macht mich jetzt traurig.
Das macht mich sehr traurig gerade, Digga. Carspotter da? Joa, pa. Aber ich hab keinen Bock, zu den Maximilian zu fahren. Digga, ist so heiß. Ich schwitze gerade unter am Helm ohne Ende. Ich glaube, ich gehe gleich duschen, wenn ich zu Hause bin. Ah, übrigens, zu Hause. Da habe ich noch eine Story zum Schluss. Ich wohne jetzt alleine. Seit ungefähr, also nicht für immer. Aber alle, die mit in der Wohnung sind, sind halt im Urlaub. Das heißt, ich bin ganz allein gerade. Das heißt auch, dass ich alleine Essen zubereiten muss. Und das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Du liest dann einfach drauf, was auf der Beschreibung steht, kaufst es ein und fertig. Und ich bin jemand, ich könnte jeden Tag Chili essen. Chili ist das mit Abstand geilste Essen, was je erfunden wurde. An den Erfinder von Chili, ich küsse dein Herz, Bruder. Wiens Nobelpreis hast du verdient, Digga. Naja, und am ersten Tag habe ich mir halt irgendwie so Reis gemacht mit Geschnetzelten. War okay. Aber es war halt so, ich mache mir Essen und das hält dann für einen Tag und dann habe ich ultra viel zum Abspülen. Und davon bin ich gar kein Fan. Also habe ich 200 IQ-Move ausgepackt. Bruder, du magst Chili. Chili kann man so viel machen, wie man will. Chili schmeckt immer, egal ob heiß, kalt, alt, neu, wie auch immer. Es geht immer klar. Also hat Daniel sich den größten Topf genommen, den wir haben. Ne? 1 Kilo Fleisch. 5 Dosen Kidneybohnen, 2 Dosen Mais und 5 Packungen Chili. Digga, ich hab's gewogen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist echt ein großer Topf. Also wirklich, so einen großen Topf brauchst du als eine einzige Person niemals. Der war voll. Digga, ich hab 2 Teller davon gegessen. Ich war voll für den ganzen Tag. Danach habe ich's auf die Waage gelegt. Ist das nicht Katar? Doch, der da, Hawaii Grill. Ich wollte sagen, Hawaii Grill hat doch aufgemacht heute, Digga. Ist voll verplant. Ja, auf jeden Fall, Hawaii Grill gibt es jetzt auch in München mit Katar. Ja, Mann, voll verplant. Mir wurde sogar geschickt, dass es heute Eröffnung ist in München. Zurück zu meinem Chili. Schmeckt eh viel besser als Köftespieße. Digga, mir ist wieder was ins Visier geflogen. Ich raschte aus, ohne Spaß, Mann. Also ich habe das Ding auf die Waage gelegt. Nachdem ich 2 Teller gegessen habe, hat das ganze Ding mit Topf noch 5,4 Kilo gewogen. Bruder, sagen wir, der Kopf wiegt ein Kilo. Und die Teller, die ich davor gegessen habe, wären jetzt wieder drin. Digga, ich habe safe 5 Kilo Chili gemacht. Für mich. So, ich habe niemanden eingeladen. Also für mich habe ich 5 Kilo Chili vorbereitet. Sag mal so, wie es ist. Heute ist der 3. Tag des Chilis. Und ich glaube, ich kann immer noch 2 Tage davon essen. Und ich bin jetzt voll, weil ich es heute wieder gegessen habe. Und er schmeckt einfach gut. Digga, ich esse seit 3 Tagen, ernähre ich mich nur von Chili und Reis und ich kann einfach weiter noch von mir aus 3 Wochen durchziehen. Nein, YouTube, wenn euch meine Chili-Story jetzt gefallen hat zum Ende, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, okay, ja, ihr wisst, was ihr machen müsst. Ah, Alec und Christina sind da, gut zu wissen. Ich sollte zurück zum Thema kommen. Ja genau, macht all das und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.